Hallo, heute zum letzten Bier schon. Leider, leider geht es nach Esen und zwar zu den Dolle Brauers. So ein bisschen heißt auf Deutsch verrückte Brauer. Und wir haben heute das Urbier. Das ist, glaube ich, das älteste Bier, was wir im Kalender haben, denn das gibt es schon seit 1980, also auch zu dem Zeitpunkt, als die Familie Hertelehr die Brauerei übernahm, die damals schließen musste aufgrund von einer Krankheit der alten Brauerfamilie, die die Brauerei schon, ich glaube, die bestand seit 1840, betrieb. Und so kam dann eben die Familie Hertelehr zu einer Brauerei, die vorher bei einem Hobbybrauerwettbewerb einen Preis oder bei einem Brauerwettbewerb einen Preis gewonnen hatte, wo eigentlich nur Professionelle ihre Biere einreichen durften. Aber sie hatten dann eben auch ein Bier eingereicht und haben da gewonnen. Wie gesagt, schon eine sehr lange Brautradition und auch dieses Bier hat eine sehr lange Tradition und wurde bis zum Jahr 2000 mit Hefe von Rodenbach vergoren. Ein bisschen viel Schaum. Das wurde dann 2000 leider eingestellt, dieses Abkommen. Und so hat man dann versucht, das alles ein bisschen zu rekonstruieren wieder. Und mittlerweile sind sie übergegangen und kultivieren ihre Hefe wieder selber. Sie haben auch noch ein Weihnachtsbier, Stille Nacht. Leider immer sehr, sehr schwierig zu bekommen. Und ich bin sehr froh, dass das Urbier dieses Jahr in diesen Mengen, die ich brauchte, vorhanden war. Das Bier gab es schon mal im allerersten Kalender, damals noch in der 48-Stück-Auflage. Da war das kein Problem. Und dieses Jahr hat es dann mal wieder endlich noch mal geklappt. Und da ich das zu meinen absoluten Favoritenbieren zähle, bin ich sehr froh, dass wir das heute zusammen am Weihnachtstag oder auf Heiligabend trinken können. Was gibt es noch zur Brauerei zu sagen? Sie haben hier oben der Urbiermann, den Sie haben Sie auch schon als Logo seit den 80er Jahren dann, der einen Rührstock hält und eben dann das Bier, was damit gebraut werde. Nadenstraff, nass und stark, also weist so ein bisschen auf die 7,5% hin, die das Bier hat. Und da können wir schon mal eine Nase nehmen von. Auf jeden Fall sehr fruchtiges Aroma. Malz, hier werden 6 Sorten Malz verwendet. Und Hopfen aus der Region um Poperinge. Schön malziges Aroma mit diesen Früchten, reife Früchte, dunkle Früchte hinten raus, kaum bitterer. Man hat so eine ganz, ganz leichte Säure, aber vor allem dieses malzige Süße überwiegt sehr stark. Sehr schöne grobe, diesmal mal eine grobe Kohlensäure drin, richtig voll Geschmack. Wenn man das jetzt lagern lassen würde. Jetzt hat man schon so eine leichte Traubennote da drin, wie von einem Wein. Wenn man das über mehrere Jahre lagert, dann kommt dieser Geschmack noch viel mehr durch. Wenn man vor Ort da ist, am Wochenende auf, Samstag, Sonntags, da kann man auch sozusagen Vintage-Biere probieren, also teilweise auch Urbier aus den vergangenen Jahrzehnten. Und da kann man das dann auch selber feststellen, dass das sich sehr stark entwickelt noch durch diese Hefe, vor allem die vor 2000 noch mit der Rodenbach-Hefe gebraut wurden, die ja sonst bei Rodenbach für das typische Westflanders Rotbräun benutzt wird. Da war das noch ein bisschen stärker und mittlerweile haben sie es wieder, dass es dann auch sehr gut altern kann. Wer natürlich jetzt sagt, ich möchte die Flasche sehr gerne heute trinken, der kann natürlich immer mal bei mir vorbeikommen oder mir schreiben. Ich habe davon jetzt ein paar Kisten auf Lager. Und ich finde, ein würdiger Abschluss für den diesjährigen Adventskalender. Ich bedanke mich bei allen, die irgendwo was gepostet haben, die darüber reden und die mir auch Feedback schreiben, ob gut oder ob schlecht. Das hilft natürlich enorm. Und wir gucken dann mal, wo die Reise nächstes Jahr hingeht. Die Planungen haben schon so langsam wieder angefangen. Die ersten Ideen sind schon da. Wer nichts verpassen möchte, einfach die Seite auf Facebook abonnieren, den YouTube-Kanal abonnieren und natürlich den Newsletter, den man auf der Webseite, wo man sich eintragen kann auf der Webseite, den kann man natürlich auch sehr gerne abonnieren. Und dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Teilt ein paar Biere vielleicht, die noch ein paar übrig haben, mit Freunden, mit der Familie. Und dann sehen wir uns sehr, sehr bald wieder.
Und frohe Weihnachten und bis zum nächsten Jahr. Prost!